der lokalen Matador von der Spielvereinigung Erlangen-Kielheim. Gegen den Top-Favoriten Doron Israeli, der wie gesagt schon gerne mal auch ein bisschen Ballon spielt. Nicht unbedingt um anzugeben, sondern einfach aus Freude an der Bewegung. Und ganz abgesehen davon macht er damit auch seine Punkte. Er ist nämlich in der Lage, einen Ball aufzulegen, und wenn man abschießt, schießt er zurück. Und dann ist man mit seiner Schussbewegung noch gar nicht fertig. Und der Ball fliegt dann schon wieder um die Ohren. Hat hier allerdings jetzt noch nicht geklappt. Für mich möglicherweise ein vorgezogenes Endspiel, wobei man natürlich auch was die Gegner nicht unterschätzen darf. Aber Doron Israeli hier möglicherweise ein bisschen in Schwierigkeiten. Wenn er Punkte braucht, dann holt er sie sich vor allen Dingen beim eigenen Aufschlag. Da kann er direkt punkten, durch direkte Fehler beim Rückschlag des Gegners oder auch indem er den Rückschlag des Gegners sofort ziemlich platziert und mit viel Spin anzieht. Aber den Satz hat er zumindest schon mal verloren.